Ich grüße euch. Nach dem letzten Video hat man ja vielleicht den Eindruck bekommen können, dass ich jetzt mit den Wettkämpfen durch bin und auch keinen Powerlifting-Content mehr bringe. Aber so schnell ist das noch nicht vorbei, denn ich habe noch eine Rechnung offen. Und zwar mit dem Bankdrücken. Denn wie ihr wisst, hatte ich da schon viele Probleme und auch schon von einem Chirurgen attestiert bekommen, dass ich kein Bankdrücken mehr machen kann, weil ich eine Arthrose habe. Aber ich habe das Problem in den Griff bekommen. Ich kann jetzt mittlerweile schmerzfrei drücken. Das habe ich natürlich auch dem ganzen Rückenvolumen zu verdanken. Insbesondere Ruderübungen zur Brust, die ich jetzt auch mache, um die Schulter in eine gesunde Position zu bekommen und Disbalancen auszugleichen. Es bietet sich jetzt nämlich an, zu einem Charity-Event zu gehen, das am 21. Dezember stattfindet und Weihnachtsbankdrücken heißt. Und bei diesem Charity-Event will ich 140 drücken. Das habe ich mir jetzt schon fest in den Kopf gesetzt. Und das wird auch klappen, wenn ich das mit den Kalorien in den Griff bekomme. Ich habe jetzt nämlich schon auf 94 Kilo abgenommen, ungewollt, durch meinen Verbrauch, wie ihr wisst. Ich muss einfach nur darauf achten, dass ich nicht zu schnell abnehme. Und dann läuft das auch. Ja, das ist jetzt das Projekt, was ich als nächstes angehe. Und darauf trainiere ich auch hin, indem ich jetzt mittlerweile viermal pro Woche drücke. Das wird dann nochmal einen ganz anderen Reiz ergeben, nehme ich mal an. Und viel fehlt ja tatsächlich auch nicht mehr. Denn wie ihr in dem Video gerade seht, habe ich letzte Woche Mittwoch im Training einfach so mal 110 mal 7 gedrückt auf einen persönlichen Rekord. Und das 2 Wochen nach dem letzten Wettkampf. Also bin ich super im Plan. Da darf man gespannt sein.